EA Bow Productions. EA Pro Productions liest Jules Verne, die Propellerinsel. Erster Teil. Heute, 7. Kapitel, hinaus nach Westen. Standard Island gleitet sanft über das Wasser des stillen Ozeans, der zu dieser Jahreszeit seinem Namen alle Ehre macht. An diese ruhige Fortbewegung seit 24 Stunden gewöhnt, bemerken Sebastian Zorn und seine Kameraden gar nicht, dass sie weiter segeln. So mächtig die hunderte von 10 Millionen Pferdekräften bewegten Schrauben auch sind, verbreiten sie durch den metallenen Unterbau der Insel doch kaum ein leises Zittern. Millard City bleibt unbewegt und spürt auch nichts von dem Seegange, dem sonst die größten Panzerschiffe der Kriegsmarine unterliegen. In den Wohnungen oder auf den Schiffen benutzt man hier keine Schwebelampen. Wozu auch? Die Häuser von London, Paris oder New York stehen auf ihrem Grund ja auch nicht fester und sicherer. Nach mehrwöchigem Aufenthalt in der Madeleine Bay hatte der Rat der Notablen von Standard Island, den der Präsident zusammenrief, das Programm für die Jahresreise entworfen. Die Schraubeninsel sollte die hauptsächlichsten Inselgruppen des östlichen stillen Ozeans besuchen, und zwar inmitten jener hygienischen Atmosphäre, die so reich an Ozon, an verdichtetem Sauerstoff ist, der durch Elektrisierung weit wirksamere Eigenschaften besitzt als der gewöhnliche Sauerstoff der Luft. Da der ganze Apparat völlig frei beweglich ist, zieht er daraus Nutzen, und so begibt er sich auf Wunsch nach Westen oder nach Osten, nähert sich der Küste Amerikas, wenn es ihm beliebt, oder streift nach Gefallen längs der Ostküsten Asiens dahin. Standard Island geht, wohin es will, und macht sich seine Seefahrt so angenehm wie möglich. Selbst wenn es ihm beliebte, den stillen Ozean gegen den Atlantischen Ozean zu vertauschen, wenn es um das Kap Horn oder das Kap der guten Hoffnung segeln wollte, bräuchte es nur die betreffende Richtung einzuschlagen, und weder Strömungen noch Stürme würden ihm hinderlich sein, sein Ziel zu erreichen. Es kommt jedoch gar nicht in Frage, jene entfernten Meere aufzusuchen, wo das Juwel des stillen Ozeans das nicht finden würde, was dieser Ozean ihm inmitten seiner endlosen Inselgruppen bietet. Hier ist Raum genug, um die verschiedensten Fahrten zu unternehmen. Die Propellerinsel kann von einem Archipel zum anderen segeln. Ist sie auch nicht mit Instinkt der Tiere begabt, diesem sechsten Sinne der Orientierung, der jene dahin führt, wohin ihre Bedürfnisse sie rufen, so wird sie dafür von sicherer Hand und nach einem Programm geführt, das lange vorher erwogen und einstimmig angenommen worden war. Bisher ist es hierüber zu keiner Meinungsverschiedenheit zwischen den Bewohnern des Steuerbords und des Backbords gekommen. Augenblicklich steuert man entsprechend einem gefassten Beschlusse nach Westen auf die Gruppe der Sandwich-Inseln zu. Bei mäßiger Schnelligkeit wird die Zurücklegung der 1200-Meilen-Strecke, die jene Inselgruppe von der Stelle trennt, wo das Quartett sich einschiffte, etwa binnen einem Monat vollendet sein, bis es Standard Island beliebt, einem anderen Archipel der südlichen Halbkugel anzulaufen. Am Morgen dieses denkwürdigen Tages verlässt das Quartett das Excelsior Hotel und richtet sich häuslich in einigen ihm zur Verfügung gestellten Zimmern des Casinos ein, natürlich in einer geräumigen, prächtig ausgestatteten Wohnung. Vor deren Fenstern zieht sich die erste Avenue hin. Sebastian Zorn, Vascoline, Pincinato und Ivern haben jeder sein eigenes Zimmer an den Seiten des gemeinschaftlichen Salons. Der Hof des Etablissements gewährt ihnen einen angenehmen Schatten durch seine in voller Belaubung stehenden Bäume und Kühlung durch seine plätschernden Springbrunnen. An der einen Seite dieses Hofes liegt das Museum von Millard City, an der anderen der Konzertsaal, wo die Pariser Künstler die Echos der Phonographen und die Übertragungen der Theatrophone so glücklich ersetzen. Täglich 2, 3 oder so viele Male, wie sie es wünschen, wird ihnen im Restaurant aufgetragen, wonach es ihnen gelüstet, ohne dass der Oberkellner ihnen seine fast unglaublichen Rechnungen dafür vorlegt. Als sie an diesem Morgen noch im Salon beisammen waren, ehe sie sich zum Frühstück hinunterbegaben, fragte Pincinat: »Nun, ihr Violinen, was sagt ihr nun darüber, wie es uns ergangen ist?« »Oh, es ist ein Traum«, antwortete die Wärm, »ein Traum, in dem wir für 1 Million für das Jahr befangen bleiben.« »Nein, es ist eine reine schöne Wirklichkeit«, erwidert Vascoline.
Suche nur in deiner Tasche und du wirst das erste Viertel der Million schon entdecken. Wenn man nur wüsste, wie die Sache ausläuft. Meiner Ansicht nach ganz schlecht, ruft Sebastian Zorn, der unbedingt Dornen in dem Rosenbeete, worauf man ihn gelegt hat, finden will. Und übrigens unser Gepäck? Ja, freilich. Das Gepäck musste in San Diego ausgeliefert sein, von wo es nicht zurückkommen konnte, und die Eigentümer es auch nicht zu holen imstande waren. Im Ganzen machte das nicht viel aus. Einige Reisesäcke mit Leibwäsche, Toilettengegenstände, Kleider zum Wechseln und das offizielle Kostüm der Künstler, wenn sie öffentlich auftraten. Das war alles. Darüber brauchten sie sich jedenfalls nicht zu beunruhigen. Binnen 48 Stunden war diese etwas abgenutzte Garderobe durch eine andere ersetzt, die man den vier Künstlern zur Verfügung stellte, ohne dass sie 1500 Francs für einen Anzug oder 500 Francs für ihre Stiefletten zu bezahlen gehabt hätten. Höchst befriedigt, diese peinliche Angelegenheit zu so gutem Ende geführt zu haben, machte es sich Callistus Manwar zur Pflicht, bei dem Quartett gar keinen Wunsch erst aufkommen zu lassen. Einen zuvorkommenderen Oberintendanten konnte man sich gar nicht vorstellen. Er bewohnte ebenfalls Räumlichkeiten des Casinos, dessen einzelne Abteilungen unter seiner Leitung stehen, und die Kompanie honoriert ihn dafür in einer Weise, wie es seiner Würde entspricht. Die Summe wollen wir lieber verschweigen. Das Casino enthält auch Lese- und Speisesäle. Baccarat, Trenta Quarante, Roulette, Poker und andere Hasardspiele sind aber strengstens untersagt. Man findet hier ferner ein Rauchetablissement, von wo auch durch eine unlängst gegründete Gesellschaft der Rauch von präpariertem Tabak unmittelbar in die Wohnungen geleitet wird. Dieser Rauch, der in der Hauptstadt in großen Brennöfen hergestellt und von allen Nikotin befreit wird, steht durch Röhren, die in Bernsteinmundstücken endigen, jedem Liebhaber zur Verfügung. Man braucht daher nur die Lippen anzulegen und ein Zählwerk registriert den träglichen Verbrauch. In dem Casino, wo die Musikfreunde sich an den Tönen aus weiter Ferne berauschen können, wo neben jetzt auch noch die Konzerte des Quartetts stattfinden, befinden sich endlich die Sammlungen von Milliard City. Liebhabern der Malerei bietet das an alten und neuen Bildern reiche Museum zahlreiche, für hohe Preise erstandene Meisterwerke der italienischen, holländischen, deutschen und französischen Schule, um die es die Sammlungen von Paris, London, München, Rom und Florenz beneiden könnten. Gemälde von Raphael, Da Vinci, Giorgione, Correggio, Dominikin, Ribera, Murillo, Ruisdael, Rembrandt, Rubens, Cuyp, Franz Hals, Hobbema, Van Dyck, Holbein und anderen, sowie unter den Modernen von Fragnorin, Ingres, Delacroix, Schäffer, Cabard, Delaroche, Regnault, Couture, Meissonier, Jules Dupré, Brascassat, Macart, Turner, Troyant, Corot, Daubigny, Rodry, Bonnard, Cardurin, Jules Lefebvre, Voltaire, Breton, Binet, Jean, Cabanel und so weiter. Um ihnen eine ewige Dauer zu sichern, sind die Gemälde in völlig luftleeren Glasbehältern untergebracht. Zu bemerken ist, dass die Impressionisten, die Futuristen und ähnliche in dieses Museum noch keinen Eingang gefunden haben. Das wird aber wahrscheinlich nicht so lange fortdauern, und Standard Island dürfte einem Einfalle der niedrigeren, verfallenden Kunst auch nicht mehr entgehen. Das Museum enthält ferner Statuen von hohem Werte. Marmorarbeiten der größten alten und neueren Bildhauer, die im Hofe des Casinos Aufstellung fanden. Dank dem hier herrschenden Klima ohne Regen und Nebel können Gruppen, Statuen und Büsten der Witterung ganz gefahrlos ausgesetzt bleiben. Dass alle diese Wunder viele Besucher fänden, dass die Nabobs von Milliard City ausgesprochenen Geschmack für die Werke der Kunst bewiesen, dass bei ihnen künstlerischer Sinn besonders entwickelt wäre, möchten wir nicht gerade behaupten. Zu bemerken wäre höchstens, dass die Steuerbordhälfte mehr Liebhaber zählt als die Backbordhälfte. Alle sind dagegen völlig einig, wenn es sich um die Erwerbung eines Meisterstückes handelt, und dann sind ihre unvergleichlichen Gebote stets imstande, solche jedem Herzog von Aumale, jedem Chauchat der alten und der neuen Welt zu entwinden. Am meisten besucht sind im Casino die Lesezimmer mit den Revuen, den europäischen und den amerikanischen Zeitungen, die die Dampfer von Standard Island, welche den regelmäßigen Dienst zwischen diesem und der Madeleine Bay versehen, immer herschaffen.
Wenn sie durchblättert, gelesen und wiedergelesen sind, kommen sie nach den Regalen der Bibliothek, wo mehrere tausend Bücher stehen, die ein mit 25.000 Dollars besoldeter Bibliothekar in Ordnung hält. Und er ist vielleicht der Beamte der Insel, der am wenigsten zu tun hat. Die Bibliothek enthält auch eine Anzahl phonographischer Bücher. Damit erspart man sich die Mühe des Lesens. Man drückt nur auf einen Knopf und hört sofort die Stimme eines vortrefflichen Vortragenden, so als ob Le Goff etwa Racines Phèdre laut vorläse. Was örtliche Zeitungen angeht, so werden diese in den Ateliers des Casinos unter der Aufsicht zweier Chefredakteure gesetzt und gedruckt. Die eine ist der Standard Chronicle für die Steuerbordstadt, die andere der News Herald für die Backbordstadt. Die Chronik beider Blätter bringt verschiedene Nachrichten, berichtet über die Ankunft der Paketboote, über Vorkommnisse auf dem Meere und Begegnungen mit Schiffen, ferner Handelsnachrichten für die Kaufleute, die täglichen Bestimmungen der Länge und Breite, die Entscheidungen der Notabelnversammlung, die Verordnungen des Gouverneurs und die Vorkommnisse auf dem Standesamte, Geburten, Eheschließungen, Todesfälle, von letzteren nur sehr wenige. Diebstähle oder gar Mordtaten kommen nicht vor. Die Gerichte haben nur mit Zivilangelegenheiten, höchstens mit Streitigkeiten unter Einzelnen zu tun. Artikel über Hundertjährige sieht man niemals, weil die Erreichung eines so langen Lebens hier kein Privilegium Einzelner ist. Was die ausländische Politik angeht, hält man sich durch die Mitteilungen von der Madeleine Bay auf dem Laufenden, wo die in den Tiefen des stillen Ozeans versenkten Kabel Landanschluss haben. Die Milliardäre sind auf diese Weise über alles unterrichtet, was auf der ganzen Welt vorgeht, wenn das nur irgend von größerem Interesse ist. Wir bemerken hierbei auch, dass das Starboard Chronicle und der News Herald sich gegenseitig nicht mit rauen Händen anfassen. Bisher haben sie sich wenigstens gut vertragen, obwohl niemand dafür stehen kann, dass sich das nicht einmal ändern könnte. Bei großer Toleranz und weitgehender Nachsichtigkeit auf religiösem Gebiete bestehen Protestantismus und Katholizismus auf Standard Island friedlich nebeneinander. In Zukunft, wenn sich vielleicht die hässliche Politik mit einmengt, wenn Geschäftsinteressen die eine oder jene mehr aufreizen, wenn bei irgendwelchen Fragen die Eigenliebe wachgerufen wird, wer weiß. Außer diesen beiden Tagesblättern gibt es noch Wochen- und Monatsblätter, die Artikel aus fremden Zeitungen wiedergeben, wie die der Nachfolger eines Soucy, Charme, Fonel, Deschamps, Fouguier, France und anderer Kritiker von hohem Ansehen. Dazu erscheinen illustrierte Magazine, ohne ein Dutzend anderer Blätter zu rechnen, die, für einzelne Kreise bestimmt oder des Abends auf den Straßen angeboten, die gewöhnlichen kleinen Nachrichten bringen. Sie haben keinen anderen Zweck, als einen Augenblick zur Unterhaltung zu dienen, den Geist und sogar den Magen anzuregen. Ja, einzelne sind wirklich auf eine Art Kuchenteig mit Schokoladentinte gedruckt. Hat man sie gelesen, so verzehrt man sie als erstes Frühstück. Dabei wirken die einen mehr stärkend und die anderen etwas schwächend, und der Körper befindet sich dabei ganz wohl. Das Quartett hält diese Erfindung für ebenso bequem wie praktisch. Da gibt es ja leicht verdauliche Lektüre, bemerkt Ivan. Und eine nahrhafte Literatur, antwortet Pincinat. Kuchenbäckerei und Literatur vermengt, das stellt sich der hygienischen Musik recht passend an die Seite. Jetzt drängt sich die Frage auf, über welche Hilfsquellen die Schraubeninsel gebietet, um ihre Einwohnerschaft in einem Wohlleben zu erhalten, mit dem sich keine Stadt der beiden Welten zu messen vermag. Ihre Einkünfte müssen sich auf eine kaum glaubliche Summe belaufen, wenn man bedenkt, wie viel hier auf jeden Teil der öffentlichen Verwaltung und auf die Bezahlung auch der niedrigsten Beamten verwendet wird. Die Künstler erkundigten sich hierüber bei dem Oberintendanten. Eigentliche Geschäfte, erklärt dieser, betreibt man hier nicht. Wir haben keinen Board of Trade, keine Börse, keine Industrie und handeln nur insoweit, als ihn die Bedürfnisse der Insel unentbehrlich machen. So werden wir den Fremden auch nie etwas Ähnliches wie den Weltjahrmarkt von Chicago 1893 oder die Pariser Ausstellung von 1900 zu bieten haben. Nein, die mächtige Religion der Business existiert bei uns nicht, und wir stoßen nie den Ruf Go Ahead aus, außer wenn unser Juwel des stillen Ozeans sich auf den Weg machen soll.
Geschäften, also im eigentlichen Sinne, verdanken wir die nötigen Hilfsmittel zur Unterhaltung Standard Islands nicht, sondern den Zollgebühren. Die Zolleinnahmen allein decken alle Ansprüche unseres Budgets. Und das beträgt? Fragte Frascolin. 20 Millionen Dollars, meine werten Herren. 100 Millionen Francs, ruft die zweite Geige. Und das für eine Stadt von 10.000 Seelen? Ganz recht, lieber Frascolin. Eine Summe, die uns die Zollgebühren liefern. Städtische Eingangsabgaben haben wir nicht, da die örtliche Produktion zu unbedeutend ist. Nein, nichts als die Zölle, die in den beiden Häfen erhoben werden. Das erklärt Ihnen auch den hohen Preis aller Konsumartikel. Und doch bedeutet das nur eine verhältnismäßige Teuerung, denn die Preise, so wie sie sind, entsprechen bequem den Mitteln, über die hier jedermann verfügt. So redet sich Callistus Manba wiederum warm, lobt seine Stadt und seine Insel, gleich einem Stück eines höheren Planeten, das, ein schwimmendes Paradies, mitten in den stillen Ozean gefallen ist, worauf sich alle Weißen geflüchtet haben, und wenn das wahre Glück nicht hier wohnt, so trifft man es überhaupt nirgends. Es klingt, als ob er sagen wollte, »Immer herein, meine Damen und Herren, wollen Sie sich mit Billetten versehen?« »Alles schon stark besetzt. Wer wünscht noch ein Billett?« und so weiter. In der Tat, Platz gibt es nur sehr wenig, und die Billette sind teuer. Bah, der Intendant wirft mit Millionen herum, die in dieser Stadt der Milliardäre eben die Münzeinheit bilden. Im Laufe dieser Tirade, bei der die Sätze wie ein Wasserfall hervorsprudeln und durch Handbewegungen mit wahrhaft semaphorischem Eifer begleitet werden, erfährt das Quartett nun Näheres über die verschiedenen Zweige der Verwaltung. Zuerst über die Schulen mit freien, aber obligatorischem Unterricht, der von Lehrern, die gleich Ministern bezahlt werden, erteilt wird. Hier lernt man tote und lebende Sprachen, Geschichte und Geographie, Physik und Mathematik, sowie gesellige Künste, und zwar besser als an sonst welcher Universität oder Akademie der alten Welt, wenn man Callistus Manba glauben darf. In Wahrheit drängen sich die Zöglinge nicht besonders zu den öffentlichen Unterrichtsstunden, und wenn die jetzige Generation noch etwas Färbung von den Studien an den Colleges der Vereinigten Staaten erkennen lässt, so wird doch die nächste jedenfalls mehr Renten als Gelehrsamkeit aufzuweisen haben. Das ist ein Wunderpunkt, doch wahrscheinlich können menschliche Wesen nur verlieren, wenn sie sich von der übrigen Menschheit absondern. Damit ist nicht gesagt, dass nicht Einzelne dann und wann nach anderen Ländern oder nach den Weltstädten Europas reisten. Gewiss wird ein kleinerer Teil gelegentlich von Neugierde getrieben, zu sehen, was die Erde sonst zu bieten hat. Sie ermüden aber und langweilen sich dabei. Es fehlt ihnen die gleichmäßige Existenz, die sie von Standard Island her gewöhnt sind. Sie leiden von der Wärme wie von der Kälte und holen sich den Schnupfen, der in Milliard City unbekannt ist. So kehren sie voller Ungeduld bald nach ihrer Insel zurück, ohne von ihren Reisen irgendwelchen Vorteil gehabt zu haben. Sie gingen als Gepäckstücke fort, kamen als solche wieder und fügen wir hinzu, sie werden auch nur Gepäckstücke bleiben. Was Fremdlinge anbelangt, die der Ruf von Standard Island, dieses neunten Weltwunders, seit der Eiffelturm, wie die Leute sagen, das achte darstellt, hierher locken könnte, so meinte Callistus Manba, dass diese niemals besonders zahlreich sein werden. Man legt hier auch keinen großen Wert darauf, obwohl man daraus noch eine Einnahmequelle hätte machen können. Im vergangenen Jahre waren die meisten der Besucher amerikanischer Herkunft. Von anderen Nationen sah man fast niemand, außer einigen Engländern, die man allemal an ihren aufgestreiften Hosen erkennt, die sie in dieser Welt unter dem Vorwande tragen, dass es in London regne. Großbritannien sieht übrigens die Schöpfung von Standard Island mit Schelenaugen an, das seiner Ansicht nach die freie Schiffsbewegung störe, und es würde sich freuen, wenn jenes wieder verschwände. Deutsche finden nur einen lauen Empfang, da sie, wenn sie hier erst festen Fuß fassten, aus Milliard City jedenfalls bald ein zweites Chicago machen würden. Franzosen werden von der Gesellschaft mit der meisten Sympathie aufgenommen, da man von ihnen nichts fürchtet. Doch weiß das Quartett nicht, ob bisher ein Franzose schon auf Standard Island erschienen ist. »Das ist nicht wahrscheinlich«, meint Pincinat. »Wir sind dazu nicht reich genug«, setzt Frascolin hinzu. »Um als Rentner hier zu leben, das ist möglich«, antwortet der Oberintendant. »Dagegen als Beamter, Lehrer,
Nun, wohnt denn ein Landsmann von uns in Milliard City? Fragt Ivan. Jawohl, einer. Und wer ist der Glückliche? Herr Athanas Doremus. Was macht denn dieser Athanas Doremus hier? Ruft Pincinat. Er ist Tanz- und Anstandslehrer und bezieht von der Stadt ein recht beträchtliches Gehalt, ohne seine Privatstunden zu erwähnen. Die nur ein Franzose zu geben imstande ist, erklärt der Bratschist. Das Quartett ist nun nach allen Seiten über die Verhältnisse auf Standard Island unterrichtet. Die vier Freunde können sich daher ganz dem Reiz der Fahrt hingeben, die sie ja nach dem Westen des stillen Ozeans entführt. Ginge die Sonne nicht heute an diesem und morgen an jenem Punkte der Insel auf, je nach der Richtung, in der diese auf Anordnung des Kommodores im Koi weitergleitet, so könnten Sebastian Zorn und seine Kameraden sich auf festem Lande zu befinden glauben. Im Laufe der nächsten 14 Tage wurde es wohl zweimal sehr stürmisch, denn das kommt auch auf dem stillen Ozean trotz seines Namens vor. Die Wogen schlugen donnernd an dem metallenen Rumpfe empor und schäumten dann wie an einem Ufer hinauf. Standard Island erzitterte aber nicht einmal bei diesem Aufruhr der Elemente. Die Wut derselben ist ohnmächtig gegen dasselbe. Der Menschengeist hat die Natur besiegt. 14 Tage später, am 11. Juni, findet die erste Kammermusikaufführung statt, die mittels Plakaten mit elektrischen Buchstaben längs der großen Allee angekündigt wurde. Selbstverständlich sind die Musiker vorher dem Gouverneur und den ersten Personen der Stadt vorgestellt worden. Cyrus Bickerstaff hat sie sehr herzlich empfangen. Die Journale haben an die Erfolge des Konzertquartetts bei dessen Reisen durch die Vereinigten Staaten erinnert und den Oberintendanten warm beglückwünscht, dass es ihm gelungen sei, sich der Künstler, wenn auch auf etwas seltsame Weise, zu versichern. Welche Freude diese Herren, wenn sie die Meisterstücke aller Zeiten vortragen, nicht allein hören, sondern auch sehen können. Welcher Genuss für die Kenner! Wenn die vier Pariser für das Casino in Milliard City gegen eine fabelhafte Gage angestellt sind, so darf man nicht glauben, dass deren Konzerte dem Publikum etwa unentgeltlich dargeboten wurden. Weit gefehlt. Die Behörde hofft damit, eine große Einnahme zu erzielen, ganz wie die amerikanischen Impresarios, deren Sängerinnen oft einen Dollar für den Takt oder gar für jede Note kosten. Hier bezahlt man schon von jeher für die theatrophonischen und phonographischen Konzerte im Casino und wird an diesem Tage noch weit mehr zahlen. Die Plätze haben alle denselben Preis, $200 oder 1000 Francs für den Stuhl, und Callistus Munbar schmeichelt sich, den Saal ganz ausgefüllt zu sehen. Er hat sich nicht getäuscht, alle Plätze sind vergriffen, der reizende Saal des Casinos enthält deren freilich nur 100, und wenn man diese etwa versteigert hätte, so lässt sich gar nicht sagen, wie hoch die Einnahmen wohl gestiegen wären. Dergleichen war auf Standard Island aber nicht Gebrauch. Für alles, was einen Kaufwert hat, wird der Preis vorher bestimmt, sonst könnte es bei den ungeheuren hier vertretenen Vermögen leicht zu unmäßigen Preissteigerungen kommen, was man möglichst zu vermeiden wünschte. Immerhin sei die Bemerkung eingeflochten, dass, wenn die reichen Steuerbordbewohner aus Liebe zur Kunst ins Konzert gehen, die reichen Backbordbewohner es ihnen nur aus gesellschaftlicher Rücksicht gleichtun. Als Sebastian Zorn, Pincinat, Ivern und Frascolin vor die Zuschauer und Zuhörer aus New York, Chicago, Philadelphia und Baltimore traten, war es ihrerseits keine Übertreibung, wenn sie sagten, da steht ein Publikum, das Millionen wert ist. Heute Abend ist ein solcher Ausspruch hinter der Wahrheit weit zurückgeblieben. Man bedenke nur, da saßen in der ersten Reihe der Fauteuils Jem Tankerton, Ned Coverley und deren Familien, auf den anderen Plätzen eine Menge Kunstfreunde, die, wenn sie auch unter der Milliarde blieben, doch einen schweren Sack voll besaßen, wie Pincinat treffend bemerkte. »Nun vorwärts«, sagte der Quartettdirigent, als die Stunde gekommen war, sich auf der Estrade zu zeigen. Und damit gehen sie, kaum mehr, ja nicht einmal so erregt, als wenn sie hätten vor einem Pariser Publikum auftreten sollen, das zwar weniger Geld in der Tasche, doch gewiss mehr Kunstsinn gehabt hätte. Hatten Sebastian Zorn, Ivern, Frascolin und Pincinat auch noch keinen Unterricht bei ihrem Landsmann Doremus genommen, so war ihr Auftreten doch nicht minder korrekt. Sie erschienen dabei in weißer Krawatte, zu 25 Francs.
hellgrauen Handschuhen zu 50 Francs, Oberhemd zu 70 Francs, Stiefeln zu 180 Francs, Weste zu 200 Francs, in schwarzen Beinkleidern zu 500 und in schwarzem Frack zu 1500 Francs, natürlich auf Kosten der Stadtverwaltung. Man empfängt sie mit Beifallsrufen, mit lautem Händeklatschen auf Seite der Steuerbordbewohner und etwas diskreter auf der Seite der Backbordbewohner. Das ist zur Sache des Temperaments. Das Programm des Konzerts enthält 4 Nummern, wozu ihnen durch den Oberintendanten reich ausgestattete Bibliothek des Casinos die Noten geliefert hat, nämlich erstes Quartett in E-Moll, Opus 12 von Mendelssohn, zweites Quartett in F-Dur, Opus 16 von Haydn, zehntes Quartett in E-Moll, Opus 74 von Beethoven, fünftes Quartett in A-Dur, Opus 10 von Mozart. Die Solisten übertrafen sich selbst in diesem mit Milliarden vollgepfropften Saal an Bord einer schwimmenden Insel und über einer Wasserfläche, deren Tiefe an dieser Stelle des großen Ozeans über 5000 Meter erreichte. Sie erzielen einen großen und wohlverdienten Erfolg, vorzüglich von Seiten der Dilettanten der Steuerbordhälfte. An diesem denkwürdigen Abend hätte man den Oberintendanten sehen müssen. Er jauchzt vor Vergnügen. Es sieht aus, als spiele er selbst auf 2 Geigen, einer Bratsche und einem Violoncell. Welch glückliches Debüt für die Vertreter der herrlichen Kammermusik und für deren Impresario. Doch nicht allein der Saal ist gänzlich gefüllt. Auch vor dem Casino wogt noch eine gewaltige Menschenmenge. Sehr, sehr viele haben sich beim besten Willen kein Plätzchen mehr verschaffen können, und außerdem mochte doch der hohe Preis auch noch manche abgeschreckt haben. Diese Zaunbillettinhaber hören die Musik nur von fern, so als ob sie aus dem Kasten des Phonographen oder aus dem Schaltrichter des Telefons erklänge. Ihre Beifallsbezeugungen sind deshalb aber nicht minder lebhaft. Noch betäubender werden dieselben jedoch, als sich Sebastian Zorn, Ivern, Pincinat und Frascolin nach Beendigung des Konzerts auf der Terrasse des linken Pavillons zeigen. Die erste Avenue ist von glänzenden Lichtstrahlen übergossen. Die elektrischen Monde werfen einen Glanz hinab, um den die bleiche Selene sie beneiden könnte. Dem Casino gegenüber auf dem Trottoir und etwas seitwärts erregen 2 Leute die Aufmerksamkeit Iverns. Da steht ein Mann mit einer Frau im Arme. Der etwas untermittelgroße Mann mit seinen, doch ernsten, fast traurigen Gesichtszügen mag etwa 50 Jahre zählen. Die etwas jüngere, große, stolz erscheinende Frau zeigt unter einem Hute bereits weiß gewordenes Haar. Betroffen über ihre reservierte Haltung macht Ivern den Kalistusmann auf das Paar aufmerksam. »Wer sind diese Leutchen?« fragte er. »Diese Leute«, antwortet der Oberintendant, um dessen Lippen ein verächtliches Lächeln spielt. »Oh, das sind überspannte Musiknarren. Warum haben sie sich denn keinen Platz im Casino gesichert?« »Wahrscheinlich, weil er ihnen zu teuer gewesen ist.« »Ihr Vermögen ist also klein?« »Sie haben kaum 2x100.000 Francs Rente.« »Pah«, machte Pincinat, »und wer sind denn die armen Teufel?« »Der König und die Königin von Malekalien«,